So Leute, ich bin hier vor den Flottmann-Hallen in Herne. Ich habe euch schon ein kurzes Short-Video zur Lotus Veil Series gemacht. Heute nehme ich euch mit und zeige euch, wie das hier am Sonntag zum Legacy und vielen anderen Formaten, Pioneers, glaube ich, Main Event, hier abgeht. Und wenn das so wird wie gestern, haben wir einen richtig, richtig geilen Tag vor uns. Und dann war Einlass. Plexus, guck ihn dir an! Ich hab immer eine etwas ruhigere Ecke gesucht. Ich stehe 1-0. Ich habe gespielt gegen Grexis Delva. Ich selber spiele ja rot-grün Eldrazi. Dementsprechend sehr weird. Aber es wird cool. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Uff. Zweite Runde gegen Painter. Super lieber Gegner. Super netter Mensch. Hatte in der ersten Runde mich komplett überfahren. Ich habe Mulligan auf 6 gemacht und im Devourer nur Müll gefunden. Und ja. Zweite Runde. Mulligan auf 6. Devourer zeigt nur Müll. Keine Interaktion, gar nichts. Und dann wurde ich halt einfach zweimal weggepaintert. Sehr netter Gegner, war sehr, sehr cool. Wer Eldrazi spielt, hat nichts anderes da verdient, als dass seine Eldrazis bunt angemalt werden. Und ich gucke jetzt mal, ich habe die Jungs von Was mit Pappe und Ten guten MTG Liplap hier irgendwo gesehen. Und die werde ich jetzt mal kurz vor die Kamera ziehen.
1. Irgendeinen super lieben Multilane-Spieler. Grüße an den Doktor. Cooler Typ. Wirklich cooler Typ, kenne ich auch schon länger. 2-1 gegen Lance. Crazy, crazy gegen Lance gewonnen. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich kann euch sagen, das ist Pioneer. Pioneer ist crazy viel immer noch unterwegs. Das ist wirklich übel. Legacy sind wir auch, ich glaube, 75, 76 Leute. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich werde es da noch in Erfahrung bringen. Deswegen 2-1, ich bin noch live. Mal gucken. Ich habe gegen Mono Black Argo gewonnen. Godfield, das Matchup sich scheiße an. Das fühlt sich richtig mies an, Leute. Also, ich weiß nicht, wie ich das gewonnen habe. Das war so knapp. Die Dame hatte wirklich, wirklich die miesesten Draws ihres Lebens. Aber das heißt 3-1. Mein Herz ist ein bisschen am Schlagen. Nachdem ich das letzte Mal ja mit 0-3 Drop gegangen bin, war ich schon nach dem 1-1 schon so, das tut weh. Aber irgendwie, heute läuft. Ich habe gegen Jorion Death and Taxes verloren. Game 1 war sehr crazy. Da hat mein Deck gemacht, was es machen soll. Game 2 eher nicht so. Da wurde ich einfach sehr hart nicht Strip Mine, sondern mit dem White Oshard auseinandergenommen. Und ja, am Ende des Tages war Game 3 dann ein Riesenfehler von mir, dass ich zuerst mein Soulland gespielt habe. Und dann später die farbigen Mana-Quellen. Ich hätte erst das farbige Mana spielen müssen, er hat einen Wasteland gedroppt. Dann habe ich keinen Länder mehr gesehen und mit dem Soulland wäre ich halt noch rausgekommen. Und ja, war doof, war ein Fehler, war aber auch schnell vorbei, weil ich ja euch genau sagen kann, wie das jetzt ganz abläuft im Sinne von, was Death and Taxes macht. Death and Taxes kann ich bis heute immer noch in- und auswendig. Und ja, gut, dementsprechend gucken wir mal, wenn es 3-3 wird, werde ich dann nicht droppen und ja, mal schauen. Puh, 4-2, 5-2 sind Preise. Zumindest wenn der Opscore stimmt. Das kann ich leider noch nicht sagen. 5-2 hat irgendwie 28%, wenn ich es richtig durchgerechnet habe. Ich weiß nicht, wie das genau mit Draws ist, die oben noch rumlaufen. Mit 5-1-1. 5-1-1 wäre schon crazy. Aber die 4-1-1 müsste man dann überleben. 5-2 könnten Preise sein. Es könnte sehr, sehr, sehr knapp sein. Aber es könnte klappen. Und deswegen spiele ich weiter, obwohl ich gesagt habe, ich will eigentlich aufhören und sagen, hey, ich filme euch noch was. Ich schaffe es zwischendurch mal wieder zu filmen. Eldrazi ist ein gutes, gutes Deck, wenn man nebenbei noch was filmen möchte. Und ja, mal schauen, was mein letzter Gegner so macht. Ich kann leider nicht drawn. 4-2-1 ist leider nicht Preise. Aber das mit dem Drawn hat mir sowieso neulich in so einem Video, wo es halt nicht so gut angekommen ist, dass ich gedrawn habe, obwohl es halt ein Teil der Sache ist. Ist halt einfach so und ja, schauen wir mal weiter. Auf Platz 3, Dennis Aufermann mit 17 Punkten.
4, ja. Michael Kammer mit ebenfalls 16 Punkten. Auf Platz 5, immer noch 16 Punkte, Felix Fenzer. Nochmal 16 Punkte, Platz 6, Florian Schill. Auf Platz 7 mit 15 Punkten, Ludwig Künstler. Und auf Platz 8 mit 15 Punkten, Patrick Collins. Gegen Rescaminator. Netter Gegner, aber das Deck ist so eine Rotzscheiße. Es muss unbedingt weg. Entschuldigung, dass ich das so böse sage, aber das Deck gehört einfach nicht mehr ins Legacy. Ganz, 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 ganz schlimm. Wirklich schlimm. Und ja, ansonsten, Mega-Event. Vielen, vielen Dank an die Leute von Lotus Welt, dass ich da sein durfte. Das war mega. Es hat unendlich viel Spaß gemacht. Es waren so viele coole Sachen. Judgen, mega. Ich liebe es zu judgen. Ihr habt das Short gesehen. Mega. Also judgen war mega geil. Super liebes Team. Sehr professionell. Hat wirklich Spaß gemacht. Und auch die Judges vor Ort. Creme de la Creme meiner Meinung nach. Und wirklich die coolsten, die wir so haben. Und ich bin überwältigt. Also das wird von Mal zu Mal besser. Feedback wurde angenommen, was wir beim letzten Mal gegeben haben. Es wurde jetzt nochmal was eingesammelt. Es wird nochmal besser. Und ich kann es schon mal announcen, 1. Januar-Wochenende in Herne haben wir in dieser schönen Location die Lotus Vale Series 3. Dementsprechend, ja, mal gucken, ob ich da wieder eingeladen werde. Ich hoffe ja, dafür müsst ihr kräftig den Daumen nach oben da lassen, das Video liken bis zum Ende nicht mehr und anderen Leuten zeigen, damit die wissen, dass sie nach Herne kommen müssen und so. Und ja. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Lotus Vale, dass ich da sein durfte, dass ich das Video für euch machen durfte, dass ich mitspielen durfte, dass ich dieses grandiose Event miterleben durfte. Und ja, am Ende des Tages, ich bin platt, ich fahre jetzt nach Hause und wir sehen uns dann die Tage in einem anderen Video. Aber bevor ich das beende, vielen, vielen Dank an meine Patrons. Ohne euch wäre sowas vieles nicht möglich. Die Shirt-Aktion der Patrons ist jetzt vorbei. Müssten alle ihre Shirts bekommen haben, wenn nein, meldet euch und ja, vielleicht wollt ihr mich auch unterstützen. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen im Monat, das machen aktuell sehr, sehr viele. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, auch die 3 Euro Tiers, vollkommen großartig. Es sind nur Support Tiers im Sinne von, ihr kriegt dafür nicht so viel, ich kriege halt die 3 Euro Support, aber es ist geil. Es ist geil, dass es so viele Leute machen, auch bei YouTube ist es möglich. Wenn ihr das nicht könnt oder wollt, wie gesagt, Daumen nach oben, liken, abonnieren, euren Leuten zeigen, wie cool das hier in Herne ist und dass ihr das im Januar miterleben wollt. Ich hoffe, ich bin auch dabei. Ich habe da wirklich Bock drauf, glaubt ihr nicht. Das wird richtig cool.